Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Electrola Futura und in diesem Video präsentiere ich euch das Mini-Auto Futura 2. Ich erkläre euch alle Details und mache noch eine kleine Spritztour. Und erstmal zum Mini-Auto Futura 2. Und darauf haben wir jetzt lange gewartet und das ist jetzt endlich angekommen. Das fährt 45 km/h, hat eine Maximalpower von 2000 Watt und eine Dauerleistung von 1500 Watt. Und das Besondere an dem Auto ist, es hat einen herausnehmbaren 45 Ampere 60 Volt Lithium-Akku. Und es gibt viele Kabinenroller oder Mini-Autos, ich nenne es jetzt mal Kabinenroller, die haben fest verbaute Bleigel-Akkus oder die haben auch fest verbaute Lithium-Akkus. Und das Besondere hier dran ist, wir haben einen herausnehmbaren Lithium-Akku und der wiegt 13 Kilo und den könnt ihr einfach rausnehmen und in der Wohnung aufladen. Weil ich denke, das Problem, was man oft hat, man wohnt in der Stadt und dann kann man natürlich nicht, braucht man einen herausnehmbaren Lithium-Akku. Und das ist, wie wir denken oder wie ich denke, ich habe geguckt online ganz viel und ich kenne ja auch ein bisschen, sage ich mal, die Wettbewerber und das habe ich nicht gefunden. Das ist, wie gesagt, eigentlich etwas, was es nur hier bei uns bei Electrola Futura gibt. Und wie das gleich funktioniert, wenn man die rausnehmen kann, das zeige ich euch gleich. Und ihr habt, wie gesagt, mit dem Akku habt ihr eine Reichweite von ca. 60 Kilometer. Und das Besondere ist, dieses Auto kann für die THG-Quote angemeldet werden. Das heißt, ihr bekommt 475 Euro steuerfrei jedes Jahr. Wie das geht mit der THG-Quote, wie ihr die anmeldet, das erkläre ich euch in dem Link und in den YouTube-Videos. Das habe ich aber schon in vielen Videos erklärt. Und wie gesagt, da habe ich einen Blog-Eintrag, da steht alles drin. Und ihr kriegt, wie gesagt, 475 Euro steuerfrei für Privatpersonen. Und das ist natürlich schon genial. Und das, was wir jetzt noch neu haben, wir haben Ratenzahlung mit bis zu 60 Monaten bei Easy Credit. Das findet ihr bei uns einfach, wenn ihr guckt, aber beim Preis vom Mini-Auto und da ein bisschen runterscrollt, da könnt ihr, das ist die Berechnung. Und dann habt ihr einen Preis von, ich weiß es nicht, kenne ich ganz genau, aber ich glaube von 159 Euro pro Monat. Wenn ihr aber überlegt, ihr bekommt noch die THG-Quote von 475 Euro. Die könnt ihr immer minus rechnen pro Jahr. Die wird jedes Jahr neu berechnet und dann ausgezahlt. Dann ist das gar nicht mehr so viel. Gerade wenn man denkt, bei den hohen Spritpreisen, wenn ihr bewusst aufs Auto verzichtet, ihr wisst ja, was ein Auto kostet. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, einen Blog-Eintrag von einem sehr bekannten Kleinwagen. Da haben wir es ausgerechnet, da war die Zahl vom ADAC. Das kostet 650 Euro. Pro Monat ein Auto. Und das vor allem deswegen, weil das Auto so einen hohen Wertverlust hat. So, was gibt es noch zum Auto zu sagen? Das Auto hat eine kleine Klimaanlage, es hat ein MP3-Radio, es hat ein Touch-Display, es hat eine Rückwärtskamera, also wenn man rückwärts fährt, hat man eine Kamera. Und dann würde ich sagen, es hat elektrische Fensterheber. Und dann würde ich mal sagen, es hat eine coole Fernbedienung natürlich. Hier könnt ihr das Auto, wie beim Auto auch, könnt ihr es auf und zu machen, das Auto. Oh, davon gibt es zwei Stück, also kann man sich das teilen. Ihr habt die Fenster, können aufgemacht werden. Hier sieht man das hier, da und auf der anderen Seite. Ist natürlich sehr praktisch, wenn es gerade so heiß ist. Was ich noch sagen will, wir haben, müssen noch die Logos drauf machen. Hier sind teilweise, ist das Auto ohne Logos, also nicht wundern. Auf dem Lenkrad sieht man es besonders, aber wir verschicken das mit Logo natürlich. Und dann würde ich sagen, zeigen wir einmal das Auto einmal komplett. Von allen Seiten. Das Auto ist ein Zweisitzer. Man kann sozusagen mit zwei Personen fahren oder man kann natürlich auch ganz einfach, man kann natürlich auch seine Einkäufe nach hinten reintun. Und wir haben LEDs vorne und hinten, finde ich eigentlich ganz cool. Hallo, hier bin ich wieder. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich mal ins Auto rein und zeige euch mal die Funktionen. Erstmal zeige ich hier Philipp, wenn du einmal bitte das zeigen willst, den Innenraum. Wie man sehen kann, hier das Lenkrad fehlt noch, das Logo, aber jetzt wird mit draufgeklebt. Hier ist der Touch-Display, ihr habt natürlich hier den Scheinwerfer, da ist die Handbremse und da hinten ist für die zweite Person. Und da zeige ich jetzt am besten als allererstes mal, wie der Lithium-Akku herausgenommen werden kann. Weil das ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten interessiert. Ich mache jetzt gerade mal den Sitz hier nach vorne und kippe das um. Dann haben wir hier zwei Schrauben. So, die macht sich ganz schön weg. Wie man sehen kann, dauert das nicht lang. Und dann
Hier kannst du die Rückbank abnehmen. Wie man sehen kann, hier hinten ist auch noch ein Anschnaller. Und der Lithium-Akku, hier können zwei Lithium-Akkus rein. Und das ist der gleiche Lithium-Akku, wie wir den haben auch bei unserem Elektro-Chopper HL60. Jetzt würde ich hier die Rückbank gerade wegnehmen. Und dann nehme ich jetzt hier den Stecker, mache ich gerade ab. Und dann kann ich hier einfach den Akku rausholen. Und wie man sehen kann, der wiegt 13 Kilo. Ich kann auch mit einer Hand tragen. Kein Problem. Nehme ich den mit nach Hause. Dort, ihr bekommt ein 10 Ampere Schnellladerad mitgeliefert. Das heißt, ihr könnt den Akku in 4,5 Stunden wieder aufladen. Ihr könnt auch zwei Akkus daneben machen. Dann habt ihr eine Reichweite von 120 Kilometern. So. Jetzt tue ich hier wieder rein. So. Hier ist der Anschnaller, den kann man auch hier rein tun, wenn man möchte. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt mache ich die Rückbank wieder hier hin. So, und schraube das wieder dran. Hoppala. So, wie ihr seht, es geht sehr, sehr schnell. Und das Besondere ist halt, wie gesagt, dass man einfach nicht tanken muss. Und ihr habt nur die Versicherung kostet nur 50 Euro im Jahr. Also nur seht, wie viel Geld ihr damit spart. So, jetzt mache ich mal den Sitz. Ich bin ja wie gesagt 1,86 groß, wie ich immer wieder sage. Um den Roller zu starten, ist es ganz wichtig, muss die Handbremse ganz nach unten und die Sicherung muss auf On. Dann muss ich den Fuß auf die Bremse machen. Ganz wichtig, sonst startet er nicht. So, und jetzt drücke ich auf Start. Hier ist der Startknopf. Drücke ich auf Start und jetzt seht ihr hier das Display. Und so sieht das aus. Und das ist ein Touch-Display. Ich klicke jetzt mal hier drauf. So, und wenn ich jetzt, das ist jetzt für die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt hier was einstellen möchte, habt ihr gesehen, gehe ich hier auf das Lenkrad. Wenn ihr es bekommt, ist es wahrscheinlich in chinesischer Sprache. Dann drückt ihr einmal hier auf das Zahnrad-Symbol und hier oben drauf das alleroberste und stellt ein auf. Jetzt wieder zurück und jetzt ist alles hier sozusagen auf Deutsch. Und hier ist ein, hier kann ein MP3-Stick reingemacht werden. Könnt ihr auch Musik hören, wie ihr möchtet. So. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt haben wir das hier so. Jetzt gucke ich mal, hier kann man auch Filme gucken, Foto. So, das ist das Radio. Hier kann man die Lautstärke scheinbar einstellen. Habt ihr jetzt gesehen? Ich mache es jetzt mal leise. Dann gibt es hier noch Musik. Da kann man dann, wie gesagt, mit dem Stick kann man irgendwas hören. Man kann auch Filme gucken oder Fotos. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein paar coole Sachen, muss ich sagen. Und so, hier kann man auch das Display einstellen, mit der, zum Beispiel das heller machen oder dunkler. Sind viele Spielereien, muss man einfach mal schauen und sehen, wie das funktioniert. So, wie gesagt, was ganz wichtig ist, habe ich ja gesagt, hier auf die Bremse drücken, da ist der Startknopf. Dann haben wir jetzt hier, R ist für Rückwärtsgang. Dann sieht man es hier, die Rückwärtskamera. Hier ist die Rückwärtskamera. Und wenn ich dann auf N gehe, ist sozusagen, dann kann ich auf N kann ich alle hier Sachen einstellen. Und auf D, also R ist Rückwärtsgang und D ist Vorwärtsgang. So, dann wenn wir hier auf die Seite gehen, ist hier kann man die Lüftung und die Klimaanlage einstellen. Hier sieht man es, Lüftung, Klimaanlage. Die Klimaanlage, muss man aber ehrlich sagen, ist eine schwache, eine kleine Klimaanlage, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ich bin jetzt eben damit rumgefahren, da kommt kühle Luft raus, aber da kommt jetzt nicht die mega kühle Luft raus. Und ich bin auch gerade, ich bin ja auch ein bisschen schwerer, wiege über 90 Kilo. Und ich bin eben gefahren und dann erreicht man so eine Höchstgeschwindigkeit, habe ich erreicht von 43 km/h, wie gesagt. Und hier ist der Warnblinker. Was gibt es noch zu dem Auto zu sagen? Hier ist der elektrische Scheibenwischheber. So. Wenn man das Auto aufgeschlossen hat, wie gesagt, muss man keinen Schlüssel mehr reinstecken, sondern man schließt es ab, sondern drückt hier einfach auf den Startknopf. Das kann man auch noch zu dem Auto sagen. So, dann würde ich sagen, da habe ich eigentlich jetzt alles erklärt zu dem Auto. Ich bin dafür, wir machen einfach mal eine kleine Probefahrt, oder?
Ah ja, es gibt noch eine Sache zu sagen. So, das Auto piepst, wenn man es nicht ausmacht. Hier kann man, wie gesagt, die Fenster auf- und zumachen. Wie ihr sehen könnt, hier ist ein Mofa-Kennzeichen. Und aber um die THG-Quote zu bekommen, braucht ihr die freiwillige Zulassung. Also um die 475 Euro zu bekommen, die ihr jedes Jahr dann bekommt. Die solltet ihr auf keinen Fall entgehen lassen. Was noch besonders ist, ihr könnt auch das Auto, ihr könnt, hier, so, ich habe es bis jetzt noch nie aufgemacht. Ihr könnt auch die Batterie aufladen, wenn sie im Auto ist. Das heißt, ihr müsst nicht die Batterie immer rausnehmen. Hier wird noch das Logo mitgeliefert. Nicht wundern, hier ist gerade kein Logo. Aber das Logo wird drauf gemacht. So, wir haben die Scheiben zurzeit auf, weil es so heiß ist. Und dann würde ich sagen, Philipp, setz dich doch mal hinten rein. Und dann machen wir eine kleine Probefahrt. So. Genau, Philipp. Am besten filmst du so schön aus der Scheibe raus, damit wir Leute auch was sehen. So, das Display geht an. Jetzt drücke ich auf D. Handbremse ist gelöst. Ganz wichtig, wenn die Handbremse angezogen ist, passiert nichts. Und fahre eine kleine Runde. So, und los geht's. Fahren wir durch das schöne Halsenbach. Jetzt sind wir, wie gesagt, hier im schönen Halsenbach und da ist ja unsere Firma. Und wenn ihr eine Probefahrt machen wollt, kommt auch bei uns in Halsenbach vorbei. Weiter geht's. Das Gemeindezentrum, die Kirche. Und hier wohnt meine Tante. So, hier drehe ich mal. Die Spiegel kann man auch einstellen. Und weiter geht's. Jetzt fahren wir zurück in die Firma. So, das war's von uns. Aber noch eine Sache. Wenn ihr Fragen habt, dann postet ihr doch im YouTube-Video. Und wenn ihr das Video mögt, dann liked das doch und teilt das doch. Wir freuen uns über jedes Like. Das Like zeigt uns, dass wir ein gutes Video gemacht haben. Wir machen ja jede Woche ein, zwei Videos jetzt. Und wir freuen uns immer auf eure Kommentare. Was haltet ihr von dem Roller? Schreibt das doch mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.